So, meine Lieben, weiter geht's. Wir machen uns jetzt auf zur nächsten Ebene. Haben jetzt auch schon mal ein bisschen mehr Nahrung bekommen, das ist schön. Aber das ist ja nicht das Einzige, was wir suchen. Hier, Bearded Dragon. Jetzt mal gegen die, die machen nur noch Feuerschaden. Das ist sehr, sehr unschön. Gefällt mir gar nicht, aber ich mache mittlerweile ganz gut Schaden hier durch den Schiff und durch die anderen Sachen. Passt das schon mal richtig gut hier. So, Get Items, was haben wir denn hier? Potted Aloe, Heals 6 ja, HP, schön, 5 Poison wird weggeworfen. So, Whetstone, der meine Waffe verbessert. Das ist sehr schön. Das Turn, Okay. Ansonsten noch was Interessantes. Die Schüssel können wir theoretisch dahin packen. Ich meine, der wird disabled, aber. Weiß ich nicht. Nehmen wir einfach mal so hin. So, hier heilen wir uns wieder ein bisschen und gucken mal, wer ist da? Wer bist du denn? Bouchette! Dreh um, kleine Maus. Das ist mein Territorium. Wow, was riecht denn hier so? Hast du ihn fahren lassen? Warum müssen alle Oberflächen-Menschlein das sagen? Ist das wirklich eine gute Art, jemanden zu begrüßen? Mein Geruch ist jener von meinem Zuhause im Käferdorf. Und ich trage es mit Stolz. Also sie trägt ihren Gestank mit Stolz, ja. Ja, die stolze Stinkerin sozusagen. Haha, wie kann man stolz auf seinen eigenen Gestank sein? Sorry, das war gemein. Jedenfalls siehst du aus wie jemand, der sich hier in den Dungeons auskennt. Weißt du, wie du mir helfen kannst, meine Freunde in Haversack Hill, also wie meine Freunde in Haversack Hill tiefer in den Dungeon eindringen können? Niemals, das ist mein Zuhause. Und ihr Trespasser, wie heißt es auf Deutsch hier, ihr, ja, betretet sozusagen unbefugt mein Gelände hier, also verschwindet. Sag, ist es ein magischer Rucksack, den du da trägst hier auf dem Rücken? Nein, das ist, ja, das ist hier mein Dings, ne? Meine. Oh, ich kann nicht übersetzen, es tut mir leid. Das ist mein Panzer, ne? Schild, wie ein Schildkrötenpanzer, das ist mein Panzer. Meine Hülle sozusagen, ja. Und, ich zeig dir, was ich damit machen kann. Jetzt kämpft ihr gegen mich. Warum? Ich will nicht gegen dich kämpfen, aber du willst es ja nicht anders. Okay, Bushhead, komm, hauen wir noch das auf dich drauf hier. Jetzt beschwört sie, okay. Ah, jetzt werden wir scheinbar einen neuen Charakter freischalten, die gute Pochette. Was ich sehr gut finde, ehrlich gesagt. Oh. So, damit bist du fast vernichtet. So. Ah, du hast ein bisschen Dreck von mir abgeschlagen, weil du mich so heftig zusammengeprügelt hast, ne? Ich wusste es. Das ist wirklich ein richtig magischer Rucksack, ne? Weißt du, du bist irgendwie auch süß unter all dem Schmutz und Dreck und der ganzen Kruste, die sich über Jahren aufgebaut hat. Komm doch mit nach Haversack Hill mit mir und wir können dich auch mal duschen, ne? Unsere Rucksäcke und unser Wissen über den Dungeon kann uns doch helfen, in die tieferen Parts vorzudringen. Nein, danke. Ich werde mich einfach noch weiter im Schlamm rumrollen. Okay, dann bleib da liegen. Wenn du dich so wohlfühlst, bitteschön. Ach, Level up. Okay. Machen wir das so, da können wir das wieder ein bisschen. Hier will man, da habe ich noch einen machen und da noch. Da kann ich im besten Fall noch ein paar Whetstones hinbauen oder sowas. So, machen wir das so. Aktuell sieht gut aus. Tja, Pochette, das tut mir jetzt wirklich leid. So, hier haben wir noch eine Kiste mit guten Sachen. Hey, was der Kill? Das können wir ruhig mitnehmen. Das ist ja jetzt faktisch egal. So, das machen wir dahin. Ach so, warte mal. So. So geht's ja eigentlich. Das nehmen wir noch mit. Und das können wir ja auch noch mitnehmen. So, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. So, nächste Gegner. Also, was haben wir denn hier Feines? 21. So. Wir machen uns erst fertig. Mal den fertig. So, erster ist tot. Sehr schön, der schleimt mich jetzt natürlich voll.
war mir klar, aber ist in Ordnung. Ja, obwohl es nicht in Ordnung, weil der alles hier voll Slime, was ich in meinem Inventar habe. Also eher ungünstig, möchte ich eigentlich vermeiden. Natürlich ein AP hat er noch. Na. Ja komm, mach jetzt hier da. So. So. Haben wir hier noch ein bisschen... noch etwas Shield dazu. Da passt das. Och mein Gott, ey, wie viel Schleim produziert denn der aus einer Drüse hier? Das muss doch mal ein Ende haben. Wie Drüsensekret kommt denn der da aus dem Arsch geschossen hier? Sag mal. So, weiter, weiter. Zack und zack. Gleich drei Stück. Ach. So. 10 Schaden. Jetzt ungünstig ist natürlich, dass er, wenn er meine Ledercaps immer blockt, dass dann der Blockwert auch nicht durchkommt, ne? Aber egal, jetzt habe ich ihn. So, Items. Brustplatte haben wir schon. Dart ist nicht. Das ist. Brauchen wir nicht. Schuhe. For each row above. So geht's nämlich auch. Da gilt der noch. Und dann bauen wir das mal so und bauen den dahin. So, den Schlüssel können wir wegwerfen. Hier haben wir noch eine Ledercappy. Dass wir den noch mit hinbauen können. So. Ja, ich glaube, so passt das. So passt das, so können wir es machen, so können wir es mitnehmen. Aber immer, du hast bestimmt schöne Sachen für mich hier. Teilzor, das ist aber auch wieder so komische Baut hier. 7 Damage plus 1 Damage des Combat. Each turn. Plus 1 Damage, das ist natürlich nicht schlecht, aber kann ich nicht nehmen. So komisch irgendwie. Ich weiß nicht. Also, was ist das denn? Frozen Hammer? Krass. Deals 2 Damage as 3 Freeze to Enemy. Das ist natürlich ziemlich geil, das Ding. Könnte ich mir auch leisten, aber die Frage ist, wo ich das hinpacke. Überleg gerade. Ich könnte mal... Ich mache das mal so. Ich warte erstmal ab. Gibt es noch irgendeinen Gegner, den ich... Nee. Nee, es geht einfach nur in den nächsten Dungeon. Also ich muss den Frozen Hammer mitnehmen. Also sorry, aber... So, wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt hier anstellen. So, also. Die Brustplatte. Ich habe gerade ziemlich einen Scheiß gemacht hier. So, nee, das ist schon in Ordnung. So, hier. Wir bauen das mal so. So, jetzt haben wir das noch. Wir wollen aber natürlich, dass der jetzt hier verbessert wird. 3 Damage. Ist halt auch ein riesiges, flatschiges Teil, muss man nicht mal sagen. So. Ja, wir würden unser Heavy Blade eigentlich dafür raushauen. Das ist das Problem, ne? Wollen wir echt unser Heavy Blade aufgeben? Ich weiß es nicht. Ein Schemata müssen wir sogar auch aufgeben. For each row above. Das wäre gar nicht so gut hier. 3 Block. 3 Block. Boah, will ich echt ein Schemata für mir aufgeben? Dann machen wir es über so, oder? Ey, wir versuchen es jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Kann auch sein, dass es totaler Schwachsinn ist. Dass ich mir jetzt gerade selbst hier ins Fleisch schneide. Aber... Versuch es wert. So, Finale. Krypta. Ich fühle mich schon mal wohler als vorher. Root Rooster. Also, weiß ich, diese Biene, ist alles in Ordnung. So, jetzt hier. Bam und bam und bam. Ja, ja, 9 Freeze, ne? Will receive 9 additional damage when attacked. Oh, das ist krass. Okay, das war doch eine gute Entscheidung. Das war eine fantastische Entscheidung, oder? Ja, es war eine super Entscheidung, würde ich mal sagen. So, dann gibt es ja nichts zu holen.
Ja, doch, hier unsere Belohnung. Da haben wir es. Lost Spark. Legendary. Und das haben wir jetzt hier dahin, wo der Skimitar ist. Und dann gehen wir raus. So, haben wir das gefunden. Sehr schön, haben wir unsere erste Aufgabe erledigt. Oh, gleich alle wollen mit mir sprechen. So. Oh, der Schlägertyp vom König. Ach, der berühmte Purse also. Haben wir uns schon mal getroffen? Nein, liebes Mädchen, aber der König hat von deinen, kleinen Abenteuern im Dungeon gehört. Du nimmst einfach die Schätze, die ihm rechtmäßig gehören. Alles in dem Dungeon unter Odiria gehört dem König, verstanden? Aber ohne das würden wir nicht... Ja, Mund halten jetzt. Das wird deine einzige Warnung sein. Wir werden wenn wir uns wieder im Dungeon sehen, werden die Konsequenzen sehr groß sein, ne? Also, unsere Armee wird alles auslöschen von diesem erbärmlichen Ort hier, ne? Also, versuchen kein Held zu sein. Arschloch. Boah, jetzt alle wollen mit mir sprechen, meine Fresse, ey. Ich weiß gar nicht, wer die alle sind, ey. Wie viele sind das denn? Drehen wir erstmal mit Political hier, den Major hier. Ach, ich brauche einen Platz. Ich brauche einen Ort, um zu bleiben. Und welcher bessere Ort gibt es denn als unter meinen mich liebenden Untergebenen sozusagen? Ne? Ich sehe, dass du schon ein Haus für meine neuen Wähler gebaut hast. Ja, wichtig, die Population von Haversack zu verbessern, ja? Und es wird auch neue Gelegenheiten bieten und neue spezielle Gäste heranbringen. So, wer bist du jetzt? Luis, also mein Vater. Ah ja, willst du schon wieder in den Dungeon gehen, hä? Du weißt, dass ich das machen werde. Ja, kann ich nicht rausreden. Nein, du kannst nicht. Ja, Achso, wenn ich dich nicht davon abhalten kann, kann ich dich vielleicht dann dazu überreden, wenigstens ein bisschen Rüstung mitzunehmen. Spiked Helm ist gut. Knight's Armor ist auch sehr gut. Achso, Protector, you start with these items. Achso, das ist eine Aufgabe direkt sozusagen oder eine Spezialaufgabe. Das ist gut, ja. Dankeschön. Na klar, Vater. So. Ah, hier unsere Zar. Wer hat die gesprochen, Herr Schurin? Ah, die Stadt und ihre Gebäude. Ja. Es ist alles, also das Wichtigste ist, alle Dinge richtig zu organisieren. Ja, ich denke, wir können noch ein bisschen mehr Zeug verkaufen, um ja, richtig zu dekorieren und unseren Store zu dekorieren, ja. Versuch mal die hier. Boah, Kisten, wow. Wunderschön. Ja, manche davon könnten dir helfen, oder uns helfen. Dann haben wir noch einen Pott, einfach so eine, also einen ollen Topf. Ja, du musst sie an die anliegenden Felder des Stores platzieren, ja? Sie werden mehr Besucher, mehr Kunden heranziehen, ja? Im Baumodus, wenn du über den Store hoverst, kannst du jede Dekoration sehen, die in der Nähe sind und die werden grün gehighlightet, ne? Ja, ich denke drüber nach, wie ich mein Business mehr herantreiben kann. Und hier haben wir so Sachen, Pott. Im Bildmodus war das, ne? Oh, Pott. Wow, wir haben einen Pott gebaut. Das ist ja... sehr wunderbar hier. Wie sieht's aus? Können wir mittlerweile mal wieder ein bisschen Müll abreißen? Oder sind wir da zu wenig dafür? Auch hier sind wir zu wenig. Wir sind nur 11 gerade aktuell. Hier oben gibt es noch jemanden, der mit mir quatschen möchte. Ja, renn doch mal nicht so weit weg. Wo bist du denn? Matthew. Ich sehe, dass du von dem Dungeon zurückgekehrt bist. So wie ich. Ja, es ist wahr. Du bist nicht der Einzige, der diese Tiefen erkundet hat. Matthew. Matthew wartet bei Standardruns im Dungeon. Er gibt dir Items, die dir helfen, ja, gut zu starten. Vielleicht werden wir uns mal da unten treffen. Ja, ich könnte dir vielleicht helfen in manchen Situationen. Ja, ich
Ich suche auch nach den verlorenen Funken, weißt du? Ich brauche mal ein bisschen Abwechslung. Mein Leben ist dann schon langweilig hier, ne? Also, hast du über diese mysteriöse Energieressource oder diese Energiequelle gehört? Ja, vielleicht können wir sie nutzen, um die größeren Tiefen im Dungeon zu öffnen. Das ist genau, was ich brauche. Ich habe versucht, tiefer in den Dungeon einzudringen. Ich denke, meine Mutter wird da irgendwo gefangen sein, da unten. Sie ist, bei einer Plünderei verloren gegangen. Und sie haben die ganze Stadt hier ruiniert. Ja, wir haben die Funken verloren. Und die finden wir in den dunklen Tiefen unter Odiria, ja. Was wir brauchen, ist ein Abenteurer, der mutig genug ist, die Tiefen zu erkunden und die verlorenen Funken wiederzufinden, ja. Und wir brauchen mehr Dorfbewohner hier, ja. Wir brauchen all die Informationen, die wir kriegen können. Finde die verlorenen Funken und das wird nicht einfach sein, ne? Also, lass mich dir zeigen, wie man die Dinge gemeinsam erforschen kann. Ja, wenn du nur interessiert bist, natürlich, ne? Es gibt immer noch viel mehr Ebenen, die du freischalten kannst, ja? Wirst du die verlorenen Funken für mich finden? Research, ja. Ist das jetzt hier? A Lost Spark, die Dinger, die wir da haben, ja. Okay. Nur da hast du ihn. Und jetzt dann. Ich sehe, dass du ein sehr erfahrener Erkunder bereits geworden bist, ja? Du hast ein paar verlorene Funken mitgebracht, ja? Wir können die nutzen, um so Schlüsse herzustellen. Ja. Ich weiß alles über die magischen Relikte. Die sind sehr klein und du kannst sie in deine Tasche hineinschlüpfen lassen. Es wird auch kaum Platz in deinem Rucksack einnehmen, ne? So, jetzt haben wir ein Achievement bekommen. Deep Explorer, Discover the Deep Caves, ne, immerhin. Ja, erfinde die Treppenstufen, die tiefer in den Dungeon führen. In die tiefen Höhlen, ja. So, jetzt haben wir die tiefen Höhlen freigeschalten. Unter der Krypta gibt es so ein steiniges Gebiet, ja, das sehr viele Geheimnisse bereithält. Benutze den Schlüssel, um die Tür zu unlocken. Denkst du, meine Mom ist da unten? Vielleicht, ja. Indem du halt mehr verlorene Sparks einsammelst, können wir noch mehr Gebiete freischalten, die tiefer eindringen. Die tiefer nach unten führen. Ja, was bist du jetzt hier? Vivien. Bin eine Bibliothekarin. Eine Bibliothekarin meldet sich zum Dienst. Ich war in Helversack Hill. Ich habe gehört, dass Helversack Hill ganz schön groß wird mittlerweile. Ja, aber immer noch keine Bücherei. Wir müssen das ändern. Bücherei. Du kannst über wertvolle Relikte lernen. Commercial Decorations nehmen bei 5% Effizienz. Ja, wenn wir erstmal das gebaut haben, können wir neue Dinge über die Geschichte von diesem Ort lernen. Ach, ich sollte übrigens auch erwähnen, dass ich Experte bin in vielen Sprachen, die in ganz Odiria geschrieben werden, ja? Wenn du irgendwas findest, das ich übersetzen soll, dann solltest du dann wird es als Lore-Item bezeichnet. Als Geschichtsitem sozusagen, eine Lore-Hintergrundgeschichte. Bring es mir und ich wäre sehr glücklich, da es für dich zu übersetzen, ja? Wenn du irgendwas Neues für mich hast, habe ich irgendwas? Nö. Da. Nee. Also wir können auch nichts abbauen hier. Das hier stört mich halt so ein bisschen, diese Dingskraft hier irgendwie, die können wir... Ich weiß nicht. Wenn wir ein Haus bauen würden... Population, ich bräuchte ja immer, was das vom Prinzip her meine Hammer, sag ich mal, verbessert, aber so, wer bist du jetzt? Hazel? Miss Burton. Purse? Ich erinnere mich an dich von der Schule, ne? Wir haben zur gleichen Zeit unseren Schulabschluss gemacht, ne? Das bin ich! Und ich dachte, ich habe schon immer gedacht, dass du so cool wärst. Ja, jeder hat mich geliebt im alten Schulhaus, ne? Bevor alles abgefackelt ist, ne? Das ist, warum ich eine Lehrerin geworden bin. Und, wenn wir nur eine alte Schule hätten, könntest du einfach eine bauen? Ja, was ist das jetzt? Wahrscheinliche Bildung und sowas. Ja, ich weiß, dass du es tun kannst. Du bist ja auch hier, bist ja auch ein richtiger Bekannter mittlerweile geworden hier, ne? Und dein Rucksack, der hält dir auch nicht auf, ne? Nicht mal ein bisschen. Ach, meine Schenkel bringen mich um. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich meine, der Rucksack ist ja fast doppelt so groß wie du hier.
Naja, wenn du mal irgendwie eine kleine Pause brauchst vom ganzen Einsammeln, komm einfach zu mir. Ich kann dir alle möglichen Dinge beibringen, ja? Wenn du dich irgendwie mal so, ja, verwirrt fühlst, ne, oder verloren, ja? Eine kleine Bildung kann alles richtig oder kann alles fixen, ne? Was kann ich dir heute beibringen? Tell me about the dungeon, hey, was der Kill? Interessiert mich eigentlich gar nicht. Och, ich hoffe, du findest Zeit, auch mal ein Buch zu lesen zwischen den Abenteuern. Ja, es ist nur, das ist eine Sache, die kann ich nur so unterstreichen. Man sollte immer auch Zeit finden, mal ein Buch zu lesen zwischendurch, ja. Safe Game. So, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir uns nochmal aus zum nächsten Abenteuer. Jetzt haben wir mal ein bisschen mit den Leuten hier geredet. Wir sehen ja, langsam wird es voll in Anführungsstrichen. Also, weil so viel ist auch noch nicht passiert, aber ich denke, es wird besser und besser und besser. Bis dahin.